Vorwerk macht als Unternehmen besonders, dass wir höchste Qualitätsansprüche haben und unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen liefern wollen. Wir wollen Handwerkskunst mit den Kundenwünschen vereinen. Kunden schätzen am Vorwerk-Portfolio insbesondere unsere hohen Qualitätsansprüche, aber auch die Millionen an Möglichkeiten, die wir ihnen geben. Das heißt, unsere Kunden kommen mit Wünschen auf uns zu und wir setzen diese Wünsche maßgeschneidert um. Wir versuchen, Handwerkskunst mit den Wünschen unserer Kunden zu verbinden. Für uns ist die Digitalisierung sehr wichtig, insbesondere im täglichen Zusammenleben. So haben wir gerade durch die Einführung eines CRM-Systems das Leben unserer Kollegen im Innen- und Außendienst deutlich vereinfachen können. So können die Kollegen mittlerweile Bestellungen mit wenigen Klicks oder auch Besuchsberichte mit wenigen Klicks verfassen. Neben der Herausforderung der Einführung des CRM-Systems haben wir weitere Herausforderungen im Objektvertrieb. Insbesondere eine Herausforderung, dass wir sehr frühzeitig und strukturell Bauvorhaben bearbeiten im Außendienst. Da hilft uns sehr die Einbindung von Building Radar in unser CRM-System, weil wir so die Möglichkeit haben, zu einem sehr frühen Zeitpunkt strukturell die Objekte zu bearbeiten. Der Vertrieb von Vorwerk ist so organisiert, dass wir eine Organisation im Außendienst haben mit Kolleginnen und Kollegen, die auf der einen Seite für den Handelsbereich, auf der anderen Seite für den Objektbereich, also für den gewerblichen Bereich verantwortlich sind. Und hier in Hameln unterstützen wir dann mit einer Innendienstorganisation, die im Endeffekt das Backoffice, die Serviceprozesse für die Kolleginnen und Kollegen da draußen sicherstellt. Im Objektvertrieb für Vorwerk zählt neben der Schnelligkeit, also möglichst frühzeitig an einem Bauvorhaben dran zu sein, mit Qualität und mit Professionalität die Entscheider zu überzeugen. Neben der Technologisierung, beispielsweise über ein CRM-System, kommt es darauf an, dass wir ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Vorwerk als Ganzes, zwischen unserem Außendienst und unseren Kunden, unseren Partnern, den Architekten und den kaufenden Kunden herstellen. Nur dann, wenn es eine lohnenswerte Partnerschaft ist, die dort entsteht, generieren wir ganzheitlich Mehrwerte für alle Beteiligten. Vorwerk überzeugt Planer von unserem Portfolio, von der Qualität unserer Teppiche, eben durch unsere Einzigartigkeit in Qualität, in Innovation und Design. Weniger da nutzen wir in der Strategie unseres Objektvertriebes, um einfach frühzeitig an Bauvorhaben dran zu sein. Es gibt andere Informationsplattformen am Markt, die bieten mir auch Informationsgehalt über Bauvorhaben. Da bin ich aber einer von vielen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir dort angerufen haben, da ist gar nicht mehr der Architekt ans Telefon gegangen. Da war ein vorgeschaltetes Callcenter, um diese Anrufe abzufangen. Das war für uns nicht zielführend. Deswegen haben wir gesagt, wir suchen uns jemanden anderes. Und da drängt sich Building Radar zwangsläufig auf, dadurch, dass es niemanden gibt, der schneller und frühzeitiger an einem Bauvorhaben dran ist, als eben Building Radar. Wenn wir sagen, wir möchten mit unserem Kunden, mit unserem Architekten auf Augenhöhe interagieren, passt es sich natürlich sehr, sehr gut, dass Building Radar als Dienstleister für uns auf Augenhöhe mit uns ist. Und wir haben das gute Gefühl, dass wir mit Building Radar gemeinsam im Objektbereich wachsen. Building Radar als junges, innovatives Unternehmen unterstützt uns extrem stark in unserem Bemühen, im Objektbereich stärker zu werden. Wir haben bereits messbare Ergebnisse in der Zusammenarbeit mit Building Radar feststellen können, dadurch, dass wir frühzeitig die Objekte, die Bauvorhaben in unsere Außendienstorganisation gegeben haben. Unser Außendienst daher einfach eher und näher am Architekten dran war und dann unseren Architekten mit der Qualität und mit der Nachhaltigkeit von Vorwerk überzeugen konnte. Vorwerk wird weiter Trends setzen. Wir werden bereits in diesem Jahr CO2-neutral produzieren und damit uns dem Thema Nachhaltigkeit noch mal deutlicher widmen, so dass wir auch die gesamte Produktion und auch in der Entwicklung das Thema spielen wollen. Das heißt, wir haben uns entschieden, in diesem Jahr mit großen Architekturbüros zusammenzuarbeiten, damit wir gemeinsam mit denen die nachhaltigen Produkte von morgen entwerfen.